was upset about the city. And Buzz, you're upset about Nicole. Her tight dresses, is that right? Is that what you're talking about? No, I'm asking you right now. Yes. Granting the court to pay $2,000. Thank you.
So, hallöchen, schön, dass ihr da seid. Wie geht's, wie steht's? Sasuke, hallöchen, Justin, hallo. Lukas, hallo, Jensemann, hallo, Justin B., Bambusratte, seid gegrüßt. Wie geht's, wie steht's? Bambus, kannst du mal bei Discord teilen? Oder Jensemann, oder einer von euch? Ich hab hier mein Discord nicht an. Alter, was ist denn das für ein Soundtrack, Alter, da wird er mir schlecht. Ist ja grauenhaft hier, Alter. Alles gut und selbst mir auch, Bambus. Alles wunderbar. Wurde schon von Anseck, Dankeschön. So, willkommen zum Finale von Flight of the Amazon Queen. Hey, Cornelle. Bei mir steht, dass du in Discord on bist. Ich habe mein Discord gar nicht an. Oder ist es vielleicht noch vom letzten Mal? Weil es ist ja hier immer, ich fahre den ja nie runter. Warte mal, wo sieht man das hier? Bei dem Lautsprecher daneben, ne? Steam ist an. Nvidia-Einstellung. OBS. Nö. Nee. Warum wird denn da on angezeigt? Vielleicht mit dem Handy. Das kann sein. Mit dem Handy. Ja, mit dem Handy. Wie geht's, wie steht's? Cornella, alles gut? Du hobbyloses kleines Hirn, such die Freundin in deinem erbärmlichen Leben. Ed, ja, dich meine ich. Guten Abend zusammen. Alles klar, Anseck. Sei grüßt. Wir essen Ed, ja. So, Retrobuch ist auch schon startklar. Whoop. Ach so, übrigens, es geht wieder, Leute. Gebt mal Ausrufezeichen Stimmen ein. Es geht wieder. Der Bot ist wieder aktiv. Hoffe ich. Also er ist nicht abgestürzt. Oh, du bist doch gerade da, Cornelle. Und Bambus gleich verpfiffen worden. Ist schon wieder der Spinner für den Retro-Sonntag unterwegs, oder was? Ist immer so typisch, ne? Bei Horror-Samstagen kommt er nicht. Aber bei Retro-Sonntagen... Keine Ahnung, wer es ist. Ich mach's wieder um. Moment. Datenvolumen des Telefons. Oh je, Cornelle. Oh je. Oh, wo ist er denn? Steuert dagegen mit euren Likes. Die Dislikes verschwinden eh wieder nach dem Stream, weil die alle gefaked sind. Also nicht alle, aber die meisten. Sind sie hier. Achso, ist das natürlich auch. So machen. Ist wieder der Spinner, dem das Spiel nicht gefällt. Hör mir einer auf, ey. So was Trauriges. Hört mir doch einer auf. So, jetzt alle F5 drücken oder aktualisieren den Stream. Dann haben wir das schon erledigt. Alter Jensemann, du hast aber richtig viele Stimmen für 100 Stunden. Sehe ich hier gerade. Respekt dafür. Ja, es war ja... Die Däumchen sind schon seit 2 Tagen zu sehen, Anseck. Bloß bei Retro-Sonntagen nervt ihm das halt bloß. Keine Ahnung. Einfach einen Shit drauf geben. Sind eh nach dem Stream wieder verschwunden. So, jetzt muss ich euch mal Musik anmachen, sonst ist es ja ganz traurig. So, YouTube. So, was gibt's heute Neues? Nichts weiter. Nächste Woche Samstag kommt Frankfurt im Fernsehen gegen die FC Bayern München um 15.15 Uhr. Deswegen gibt's am Samstag nur abends den Horror-Samstag. Mach's über nix. Ja,
den scheiß Soundtrack rein. Wie geht's dem Rest eigentlich? Gut? Nee. Das hängt nicht damit zusammen. Es hängt nur damit zusammen, dass du was reinschreibst. Nicht wie viel. Das hängt damit nicht zusammen. Nur wie viele Nachrichten. Also du musst eine, damit die Stunde mitzählt und die Stimmen, die du pro Stunde bekommst, musst du eine Nachricht in einer Dreiviertelstunde schreiben oder so. Gar nicht, wie groß die ist. Hey, Chaos Pipes! Ja, das stimmt, aber ich hab zum Glück Glück. In der Uni ist nicht allzu viel zu tun, weil ich hatte die letzten 2 Wochen Stress gehabt in der Uni. Die größte ist hinter uns. Bambus, schon das neue Call of Duty gespielt? Justin auch, schade, dass du verloren hast. Du hast ja nur 20 gesetzt. Bist auch so ein Haushälter, oder Justin? Ach, hier oben ist er ja schon, der Schlingel. Der hat schon als drittes reingeschrieben, Ansek, in dem Chat. Ganz oben im Chat, muss man hochscrollen. Relativ weit nach oben, die dritte Nachricht. Da ist der Typ doch schon wieder gewesen. Schade, Chaos Pipes, warum? Danke, Ansek. Gegen alle Widerstände. Wo wollen wir mal anfangen hier? 25? Mal ein wenig in die Stadt gehen, macht das, Chaos Pipes. Welche Stadt ist das eigentlich, Chaos Pipes? Wo kommst denn du her? Wo kommst denn her, mein Schöner? Aus Franken. Da war ich auch 10 Jahre lang. In Unterfranken. Da komme ich her, Unterfranken. Echt? Woher denn genau? Wo kommst du denn da schönes her? Würzburg. In der Nähe, wo ich war. Ich war 10 Jahre in Schweinfurt. Und ja, ist eine scheußliche Stadt. Schweinfurt war hässlich. Oder ist noch, weil ich glaube, die hat sich nicht verändert. Hey Ramireza, sei grüßt. Hey Jordi, wie geht's dir? Also, bin mal raus, viel Spaß euch. Bis später, Chaos Pipes. Alles gut. Kleine Kaiserin. Oh, 2 Minuten noch. Jemand was auf dem Herzen? Seit 2 Tagen kein Fernsehen, also ihr habt ja... Jetzt gerade Arschmann leben, hä?
Der war ganz oben. Ramirez schaut seit Jahren kein TV. Machst du eigentlich auch richtig. Livestreams sind besser. Wie geht's, Herr Kaiser? Mir geht's gut, Jordi. Mir geht's gut. Netflix und Co., ja, das geht vielleicht noch. Ah, das kriegst du hin, oder? Vanelle? Netflix und so? Könnt ihr noch gucken? Ach nee, da braucht er Internet für. Nee, dann geht's doch nicht. Oh, wieder der Arschmaden-Sound hier, ey. Nee, wird Zeit, dass wir anfangen. Einem 25 fangen wir an. 24 ist es. Ach, Mensch. Jensemann, du weißt Bescheid? Wenn ich nach einer Stunde in irgendeinem Rätsel nicht mehr weitergekommen bin, hab mal den Guide auf. Und alle anderen, die noch kommen werden, vielleicht. Ach ja. So, 25 ist es. Die Musik könnte man natürlich unter Umständen ausmachen. Ja, grausam, ey. Die Musik reicht. So. PC. Hey Julian, sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Flight of the Amazon Queen. Abbrechen. Das freut mich, Julian. Die Hauptsache. So. Jordi, hast du eigentlich besseres Internet jetzt? Nee, ne? Immer noch diese scheußliche Leitung, ne? Interactive Binary Illusions. Achso, das ist ja das alte hier noch. Warte hier, Spark. So, erstmal mal kurz laden. Eintrag lesen. Ja. Genau, hier sind wir. Wir sind immer noch in diesen komischen Fate of Atlantis Fake Ruinen hier. So. Nee, leider nicht. Dafür müsste ich umziehen. Oh, schade. Ja, vielleicht kriegst du ja irgendwann Glasfaser. So. Kurz mal überlegen. So, hier war der Hebel, damit kommen wir nach oben. Baumharz haben wir schon. Haben wir hier nicht weiter? Ach nee, das ging hier gar nicht weiter. Wir sind hier von oben runtergeplumpst, glaube ich. Arme Jordi. So, gehen wir mal hier durch die Tür und gucken mal, wo wir es. Muss man erstmal wieder zurechtfinden. Genau, hier ist der eingesperrt, den müssen wir irgendwie befreien, weil der hat nämlich diesen Kristallschädel, den wir brauchen für die Amazonenkönigin. Gehen wir mal hier lang. Da ist ein. Habt ihr es gesehen? Da ist ein Seil. Oder ist das ein Grafikfehler? Das ist ein Seil? Kann man aber nicht anklicken. Doch, oder? Nee. Also zumindest von hier nicht. Hier ist ein Hebel, da kann man nicht ran. Habe ich irgendwas vielleicht? Benutze Mumientücher an Hebel. Da komme ich nicht hin. Vielleicht kann ich im Inventar was basteln. Ah! Benutze provisorische Fackel. Fackel. Mit dem Feuerzeug anmachen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, was ich damit, Okay. Hilfst du? Da komme ich nicht hin. Okay. Hm.
Danke, Jense. Ja, genau, Justin. Hab ich auch. Also zumindest jetzt. Ich weiß nicht, ob noch mehr geht. Wir haben zum Beispiel noch einen Rest von Tüchern, aber es ist schon mal spannend zu sehen, dass unser Charakter eine Fackel in der Hosentasche hat, die noch angezündet ist. Eine Fackel. Haben wir vielleicht irgendwo eine Öffnung? Oder können wir irgendwas beleuchten oder durchfackeln? Vielleicht kann ich ihm... Ich probiere mal, ihm die hinzuschmeißen, die Fackel, dass er sein Seil da weg... Niemals. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Okay. Gehen wir mal zurück. Obwohl, wartet mal, wir können mal vielleicht gucken, ob wir irgendwie an diesen Krug rankommen. Hier. Es ist kochend heiß da. Weil da ist ein Krug, den kann er nicht nehmen, weil es zu heiß ist. Benutze Kasperpuppenbecher. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Kasperltheater. Rest von Tüchern? Es bringt nicht viel, das festzubinden. Du solltest es ja auch nehmen, aber es ist ja kochend heiß. Dieser Geruch ist schon in die Statue übergegangen. Hier riecht's nach Kaffee. Ich brauche, soll ich den gar nicht nehmen? Okay. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Amazon. Justin, bitte sowas nicht reinschreiben. Ich hab's jetzt gelesen, aber bitte Obacht bei sowas. Am besten erst was reinschreiben, was das Spiel betrifft, es sei denn, ihr rätselt natürlich selber mit. Erst wenn ich sage. Dosenöffner. Ja, Bambus, hast du recht. Wie ist das neue COD, Bambus? Benutze. Hey, Ralf! Eigentlich ganz gut. Das ist schön. Hast du schon? Baumharz. Benutze Baumharz. Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel da geben. Es bringt nicht viel, das festzubinden. Schere an Bleistift. Ich sollte mich nicht gerade jetzt um meine Frisur kümmern. Messer. Bleistift. Oh, das muss ich jetzt nicht herausfinden. Die Silberfische haben sich schon gütlich daran getan. Das meiste davon ist unlesbar. Da steht was von Aufbewahrung des Paketes an einem anderen Ort, da es extrem flüchtig ist. Nein, wir öffnen mal. Geht nicht auf. Es ist leer. Es ist leer. Man kann das nicht benutzen. Baseball-Alarm. So viel ist es ja eigentlich nicht, was ich habe.
Plotze. Vielleicht kann ich den Diamanten ins Diadem einsetzen. Scheint nicht zu funktionieren. Es ist die goldene Krone von Prinz Alma oder so. Holst du blaues Juwel an? Ich... Warte mal, benutze... Scheint nicht zu funktionieren. Benutze Baumharz an Krone vielleicht, dass da was klebt? Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel da geben. Benutze Dosenöffner. Das funktioniert nur an Dosen. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Kasperltheater. Kann ich denn mit der Schere diese Dinger zerschneiden? Ich sollte mich nicht gerade jetzt um meine Frisur kümmern. Es bringt nicht viel, das festzubinden. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Scheint nicht zu funktionieren. Warte mal, ich probier's mal. Vielleicht klappt das. Nutze. Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel da geben. Scheint nicht zu funktionieren. Das würde nur ein klebriges Schlamassel da geben. Hey, Skill nicht vorhanden. Seid gegrüßt. Sag mal, hat unser Protagonist, fällt mir jetzt erst auf zwei verschiedene Paar Schuhe an oder sieht das nur so komisch aus? Könnte sein, ne? Also ihr habt gesagt, ich muss noch etwas aus dem Inventar kombinieren, aber mir fällt absolut nicht ein, was. Vielleicht komme ich hier so weiter erstmal. Brauche ich den Becher? Den Baseball habe ich schon probiert. Ich probiere mal mit der Fackel weiterzukommen. Ich irgendwo die Fackel benutze. Hey, Dommy! Auch nicht schlecht an, Sek. Das stimmt allerdings, Jens. So.
Toll, was für ein Trip. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht mit der Fackel die Schlange wegscheuchen. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht kalt gemacht habe, Freundchen. Ich hab keine Angst vor Schlangen. So, jetzt sind wir hier. Mal gucken, was wir hier für neue Erkenntnisse haben. Neuer Raumhype. Erstmal hier lang, dann gehen wir da hinten lang. Also war hier bei der Leiche. Die haben wir vorhin schon, also ganz oben beim ersten Mal in diesen Dingern auch schon gesehen. Im letzten Sonntag. Er hatte einen Ausweis und ein seltsames Stück Stein. Okay. Es gehörte dem toten Wächter im Tempel. Der Arme war erst 26 Jahre alt. Diesen Stein hat er, benutze Kiesel. Scheint nicht zu funktionieren. Halten wir erstmal, mal weiter gucken. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Rot. Vielleicht hat die Farbe eine Bedeutung. Ein roter Juwel. Joker, wie geht's dir? Das haben wir schon gesehen, Skill. Sei grüßt. Oh, er ist ganz weich. Und reflektierend. Ah, reflektierend. Das heißt, wir können vielleicht was Linsenartiges da hinstellen. Vielleicht dieses blaue Juwel. Scheint nicht zu funktionieren. Kiesel? Glaube ich nicht. Ist der Kiesel da, was Bedeutung hat? Scheint nicht zu funktionieren. Anderen Ort in einem geheimen Zeppelin-Hangar. Schon wieder hier dieser Doktor. Ja, war klar. Henderson, wie lange dauert's noch, bis der Zeppelin fertig ist? Nicht mehr lange, Dr. Eisenstein. Ausgezeichnet. Wenn ich erstmal den Schädel habe, fliegen wir in das Tal, dann kann ich meine Schreckensherrschaft beginnen? Und was wird aus King? Was hast du mit ihm vor? Mach dir darüber keine Sorgen, Anderson. Ich weiß, wie sehr du ihn verachtest. Verachten ist wahrscheinlich etwas hart. Ich kann dir versichern, er wird dich nie wieder belästigen. Niemals. Die Wahlergebnisse in Thüringen, wie sind die ausgegangen? Wir unterhalten uns später darüber. Ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Bald werde ich die Welt regieren. Hey Steve! Ja. Also nur reinschreiben, jetzt nicht zu viel Politik, nur einfach die Wahlergebnisse. Was habe ich mich da bloß reingebracht? Der Doktor ist völlig verrückt. Und er hat vor, Joe umzubringen. An wem soll ich mich erfreuen, wenn er nicht mehr da ist? Andererseits bin ich ihn dann endlich los. Aber dann habe ich seinen Tod auf dem Gewissen. Obwohl Eisenstein mich nicht schlecht bezahlt. Was für ein Gewissenskonflikt. Was mache ich jetzt nur? Alles klar, Joker.
selbstverständlich. So. Hier haben wir... Warte mal ganz kurz zurück. Ist hier irgendwas zum Anklickern? Laut, ich mach's mal leiser. Ich mach's leiser. So sollte es besser sein. Okay, danke Steve, aber bitte mehr nicht reinschreiben, passt schon. Werd's ja dann eh nach dem Stream sehen. So, prüfe Statue, hier haben wir was. Der sieht nicht besonders glücklich aus. Besonders glücklich aus. Das Wasser fließt ziemlich schnell. Großer Stock, ich nehme den mal. Wenn ich's kann. Aua. Ich hab's. Ich habe den großen Stock. Aber was mache ich jetzt damit? Ist das ein Tablet? Der Joe. Prüfe Stein. Na, zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Wartet mal, vielleicht können wir jetzt diesen Kiesel da einsetzen. Scheint nicht zu funktionieren. Das Wasser fließt ziemlich schnell. Guck mir den mal an. Das ist viel größer als mein Schläger. Scheint nicht zu funktionieren. Zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Ja, vielleicht müssen wir dann... Weil hier geht's ja nicht weiter. Dann müssen wir mal den anderen Weg einschlagen. Jetzt die Musik komplett ausgegangen? Ich habe noch nichts ausgestellt. Oder kommt die wieder? Das ist die Frage, Domi. Warte mal. Da komme ich nicht hin. Dem Stock bestimmt auch nicht, der ist auch nicht so lang. Da komme ich nicht hin. Also da müssen wir von unten rankommen. Dann gehen wir mal den anderen Weg da lang. Wo wir noch nicht waren. Hat er noch was bei sich? Sieht so aus, als ob er nicht weit gekommen wäre. Nochmal hier zurück und dann den anderen Weg. Hier lang. Das sieht doch wunderbar aus. Okay. Da liegt was, oder? Hier? Diese Steinplatte ist mir im Weg. Was für eine Steinplatte? Ach, hier ist eine. Da ist ein Seil dran, das bis nach oben geht. Dann kannst du doch bestimmt nutze Messer an. Da komme ich nicht hin. Benutze
Messer. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Kann ich die vielleicht drücken? Wege. Lässt sich nicht bewegen. Ich mal hier rein. Mal weiter gucken. Irgendwie dieses Seil durchkriegen. Benutze großer Stock. Da komme ich nicht hin. Benutze großer Stock. Arzt? Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Wer weiß, Domi, wer weiß. Da ist ein Seil dran, das bis nach oben geht. Dann benutze doch das. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Halt doch das verdammte Seil durch oder brenne es durch mit der Fackel. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Diese Steinplatte ist mir im Weg. Vielleicht mit der Pike? Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Da komme ich nicht hin. Hey, Japan-Fan! How is going? Sind schon weitergekommen. Wir haben die Schlange vertrieben. The snake is away. Snake is gone. Wie geht's dir? Den Klang, du und ich. Die Straßen werden lang. Hier ist vielleicht was zu sehen. Ist irgendwie... Vielleicht guck mal, warte mal, was passiert denn, wenn wir jetzt da durchlaufen? Durch diese Hitzestrahlen werde ich nicht gehen. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Sieht aus wie ein Teil einer Steininschrift. Ah. Zum Spiegel. Nein, habe ich. Habe ich nicht, nein. Mir geht's auch gut. Habe ich leider nicht. Das Wasser fließt ziemlich schnell. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Der sieht nicht besonders glücklich aus. Mal den Kiesel. Scheint Auge. Nicht zu funktionieren. Auge, wartet mal. Wollen wir doch bestimmt ein Juwel ins Auge machen? Scheint nicht zu funktionieren. Oder den Kies. Der Teil, das ist ja nur ein Teil einer Steininschrift. Scheint nicht zu funktionieren. Stock an Auge. Scheint nicht zu funktionieren. Der sieht nicht besonders glücklich aus.
Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Auge. Da ist eine kleine Einkerbung unter dem Auge. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Das Wasser fließt ziemlich schnell. Zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Das frage ich mich auch, Tommy. Das frage ich mich auch. Ich glaube, ich habe noch nicht alles, was ich machen könnte, gemacht. Ihr könnt mir mal einen Tipp geben. Kann ich irgendwas aus dem Inventar wieder miteinander kombinieren? Ja oder nein? Oder habe ich erstmal fertig inventarmäßig kombiniert? Das könnt ihr mal reinschreiben. Momentan nichts, danke, Justin. Sind wir hergekommen? Hier unten lang gehe. Der Wasserfall von da oben, ne? Sieht nett aus. Warum ist denn jetzt die Musik komplett weg? Wartet mal ganz kurz. Also ich habe hier keine Musik mehr, ich auch nicht, ne? Sie mehr Spannung hier drin. Auch wenn die scheußlich ist. Hier war die Schlange, ne? Man steht auf dem Schlauch. Haben wir schon alles gemacht. Ah, wartet mal, wir können ja hier vielleicht jetzt in dieser Krypta, wo der Sarg und das Gold ist, hier vielleicht was öffnen mit dem großen Stock. Vielleicht geht das. Der Stock. Jawohl. Scheint zu gehen. Oder auch nicht. Na klasse. Ich habe die Krypta und meinen Stock kaputt gemacht. So. Das stimmt. Und schon wieder ist die Musik aus. Mein lieber Schwan. Das ist ja so eine Art zeremonielle Totenmaske. Die könnte ein Vermögen wert sein. Es stört sicher niemanden, wenn ich sie mitnehme. Die gespiegelte Oberfläche ist ganz stumpf. Gespiegelte Oberfläche? Dann weiß ich, was wir da reinhalten müssen, die Laserstrahlen. Vielleicht können wir die jetzt sauber machen. Beim Wasserfall oder so.
Jensemann. Hier rein. Probier mal, Totenmaske. Boah, da geht da, probier's doch von oben, Kollege. Ach stimmt, da ist noch ein grüner Stein gewesen, ne? Die ist jetzt mit voller Vorfreude einfach weggelaufen. Ja, Jordi, ich geh gleich nochmal zurück. Na, es sieht besser auf Totensachen aus. Was? Ja, aber da könnte ich ja vielleicht mit einem Stock rankommen, Jense. Ich glaube, jetzt diesen lang. Ach nee, der Stock ist ja jetzt auch kaputt, ne? Stimmt, der hat ja den beim Krypta zerdreschen, habt ihr denn den Kopf. Den. Warte mal, ich gehe mal trotzdem nochmal zurück. Ja, das stimmt, Cornelle. Ja gut, aber manche Sachen, die man gar nicht mehr braucht, die sind auch nicht mehr drin. Hier rein. Der hier, ne? Da komme ich nicht hin. Ich benutze... Da komme ich nicht hin. Es gehörte dem toten Wächter im Tempel. Der Arme war erst 26 Jahre alt. Mit den Köcher meinst du? Das habe ich auch schon, glaube ich, schon probiert beim ersten Mal, wo wir hier waren. Am letzten Sonntag. Da komme ich nicht hin. Reicht nicht. Vielleicht kommt man nur von hier oben daran. Könnte auch sein. Dass man von hier an den nehmen kann. Dass wir jetzt noch gar nicht dahin können. Geh mal hier lang. Staubsauger habe ich, glaube ich, auch mal probiert am Sonntag. Hier war nichts, hier war nur der Pickel damals gewesen. Also ohne Musik ist es irgendwie komisch. Ich weiß nicht, warum die Musik immer ausgeht. Ach schon, da war ja das. War wieder hier unten. Wir haben eine Totenmaske. Vielleicht können wir jetzt da, wo die Schlange ist, mal durchlaufen, durch die Laserstrahlen. Weil er hat gesagt, es ist eine glatte Oberfläche und wir brauchen ja da irgend sowas. Warte, wann ist das? Die
Die gespiegelte Oberfläche ist ganz stumpf. Er hat gesagt, dass da an diesem Ding doch irgend sowas ist. Na, es sieht besser auf toten Sachen aus. Na, es sieht besser auf toten Sachen aus. Das könnte auch sein, Bambus. Aber hier eine Pfütze. Fleisch um die Ecke. Ich hab's am Wasserfall probiert, aber da ging's nicht. Hier, da vielleicht. Kann ich überhaupt noch anklicken? Jetzt. Na, es sieht besser auf toten Sachen aus. Oder wir benutzen unsere Tücher. Ah. Kizuna, hallöchen. So, jetzt haben wir die glänzende Maske. Oh, er ist ganz weich und reflektierend. Sehr gut, Bambus. So, hoch. Toll, was für ein Trip. Wo war noch mal das? Bei der Schlange war das, ne? Wo? Kam ich da nochmal hin? Achso, das war glaube ich hier der Link. Der linke Ausgang. Hier glaube ich. Ja, hier. So, jetzt probiere ich es mal. Zack. Und die Laserstrahlen waren hier, ne? Oder waren die da hinten? Ich mal sehen. Boah, Alter, lauf schneller, Kollege, ey. Das, Bambusratte, das Beast in Zeit hat ein geiles Ende gehabt, ey. Da war ich richtig geflasht von. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das kann man auch, ja. Aber ich habe probiert, den Edelstein ranzuhalten. Der hat da nichts gemacht. Vielleicht brauche ich erst noch mehr. Was würde dann keinen Sinn ergeben, weil ich ja keine weiteren Wege mehr habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die jetzt vielleicht... Wartet mal. Ich könnte vielleicht den Juwel in diese Totenmaske einsetzen. Na, es sieht besser auf toten Sachen aus. Oder andersrum, besser gesagt, weil bei dem Spiel muss man immer achten, in welcher Reihenfolge man das macht, komischerweise. Scheint nicht zu funktionieren. Geht nicht, dann machen wir mal. Benutze Totenmaske an, gespiegelte Oberfläche, komm. Geil. Wow. Ich hoffe nur, dass ich dafür nicht zahlen muss. Wie viel hast du denn, Kizuna? Wie viele Kinder? Zippy ist geil, Japan-Fan. Bleib bei Zippy, das ist cool. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt kommen wir bestimmt an den grünen Edelstein ran. Achtung, ich sag euch, ich komme nicht ran. Da komme ich nicht ganz dran. Warte mal, mit dem Köcher vielleicht. Ich habe keine Lust auf Fischen. Alter, das ist ein Schwein, ey. Manchmal hasse ich den Joe, ohne Witz. Der faulste Charakter überhaupt. Das ist keine besonders gute Idee. Ich würde den Juwel wahrscheinlich ins Wasser fallen lassen. Staubsauger.
Der Staubsauger kann aber nichts in der Größe einsaugen. Nutze Horn. Wartet mal. Ach, keine Wellen. Da komme ich nicht ganz dran. Nutze Netz. Ich habe keine Lust auf Fischen. Ich hasse diesen Menschen. Gehe zu gewaltiger Schatz. Das muss ja ein Vermögen wert sein. Wenn ich doch nur eine Schubkarre hätte. Kannst du was davon nehmen? Das ist zu groß zum Tragen. Ich lasse es hier. Ah, zwei kleine. Der große ist zwei und die kleine ein halbes Jahr. Ah, sehr schön. Das muss ja ein Vermögen wert sein. Wenn ich doch nur eine Schubkarre hätte. Da komme ich nicht hin. Aber wenigstens haben wir schon mal das Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir nur noch das Rätsel lösen, wie wir jetzt da rankommen. Vielleicht irgendwas mit dem Baumharz, dass es klebt. Aber da braucht man ja irgendwas, um das so... Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel da geben. Es bringt nicht viel, das festzubinden. Hey, Flöckchen! Da komme ich nicht ganz dran. Was schätzen ihr, wie viele Meter das sind? Einer? Ein Meter? Höchstens. Ja gut, sagen wir mal Meter. Und er ist nicht in der Lage, sich zu bücken und das Ding aufzuheben. Ach, hör mir doch einer auf, ey. Meter 50, meint Jensa. Trotzdem, ey, komm. Leute, das ist doch... Also kombinieren muss ich nix, habt ihr gemeint. Wird das wohl so sein? Erstmal weiter gucken. Frage ist jetzt, wo gucke ich weiter? Wir haben jetzt eine polierte Maske. Die lassen sich nicht mehr reparieren. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Jense meint doch. Ich muss noch was kombinieren. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, Justin. Danke, trotzdem danke. Es ist ein bisschen früh für einen Frühjahrsputz. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Die habe ich schon gelootet, Reinhard. Die haben wir schon gelootet. Da haben wir einen Personalausweis und einen Kieselstein gefunden, der von einer Grab, also von so einer Steininschrift. Ja, schon, waren wir vorhin schon. Und sei gegrüßt. Das ist nicht zum Schnitzen gedacht. Es sieht besser auf Totensachen aus. Ich habe keine Lust auf Fischen. Wartet mal. Scheint nicht zu funktionieren.
Na, es sieht besser auf Totensachen aus. Staubsauger geht nicht, nein. Der Stein ist zu groß, dass er den aufsaugen könnte. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Oh, shit. Es ist ein bisschen früh für einen Frühjahrsputz. Ja, genau, Bambus. Das würde zum Spiel passen. War das vorhin schon den richtigen Gedanken? Mit dem Harz oder was, Jense? Baseballschläger und Köcher habe ich schon probiert. Mit dem Harz, ja, ich wollte ihn irgendwie so, dass er klebt und dann kann ich ihn so hochholen, aber ich muss ja irgendwas das Harz mit was benutzen, was irgendwie nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Der Pike? Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel ergeben. Staubsauger und Harz? Wie soll denn das aussehen? Ich glaube, das habe ich sogar schon mal probiert. Bei anderen Rätsel. Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel ergeben. Baumwichse. Wartet mal. Ich habe keine Lust auf Fischen. Warte mal. Scheint nicht zu funktionieren. Ah, das würde nur ein klebriges Schlamassel ergeben. Nee, why not? Ich denn mit dem Harz? Das funktioniert nur an Dosen. Harzmesser ging auch nicht, nein. Das ging auch nicht mal, Reinhard. Und ich habe diesen Gegenstand, den ich mit dem Harz kombinieren muss, im Inventar, oder muss ich den erst noch suchen? Denk mal an die Stelle mit dem Hundefutter und der Chemikalie. Probier auch mal umgekehrt. Ach so. Ach stimmt, scheiße. Das ist ja hier auch in dem Spiel, dass man das auch umgekehrt, dass sie das nicht rafft. Boah. Also muss ich das Harz als zweites benutzen und nicht als erstes. Richtig? Benutze. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Benutze.
Ja, das ist es halt bei dem Spiel. Das ist ein Kritikpunkt in meinen Augen. Jetzt hat er es gemacht. Und wenn man es andersrum kombiniert. Also nicht benutze Harz mit Baseballschläger, sondern benutze Baseballschläger mit Harz. Boah. Das hat eher funktioniert wie ein Magnet, aber trotzdem, danke. Yay! So, 2 Diamanten. Da kommen mehrere 50 Jahre lang nicht drauf. Ja, habe ich gelesen, Reinhard. Da kommen mehrere nicht drauf. So, gut. Dann rein hier. Ne, hier nicht. Quatsch. Wir haben 2 Edelsteine. Wir haben das. Jetzt könnten wir versuchen mal. Achtung, Reihenfolge. Scheint nicht zu funktionieren. Hey, Truppi! Tropischer Wein! Ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Es war klar, dass das jetzt eher mit Wein kommt. So, hier hängt ein Seil dran. Wir müssen irgendwie diese Seil wegbekommen hier. Diese Steinplatte ist mir im Weg. Kurz gucken, wo wir hier langkommen. Ne, da waren wir ja schon, Quatsch. Wie können wir jetzt... weiter operieren. Ich hab ein Messer, ja, da kommt da nicht ran. Das hab ich schon probiert. Hey, Sirius! Wie geht es dir? Hier sind nämlich, irgendwas kann ich mit der Statue auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier die Juwelen einsetzen muss. Aber das macht er ja auch nicht. Oder vielleicht jetzt benutze. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Es passt. Jetzt macht das, oder was? Achso, vielleicht mit dem Grün und Blau. Jetzt Mann, lacht das Ding. Geheimgänge. Hier geht's auch gut, Sirius. Geheimgänger-Hype. Speichern-Hype. Okay, jetzt sind wir hier. Das haben wir schon beim allerersten Mal gesehen, wo wir hier angekommen sind, im Pyramiden letzten Sonntag. Lichtstrahlen, da könnte ich bestimmt mit der Totenmaske durch hinjodeln, oder? Was meint ihr? Probier's mal. Na, es sieht besser auf Totensachen aus. Ja, die muss man anscheinend abstellen. Dem Blut und den Knochen nach zu urteilen, würde ich sagen, dass diese Lichtstrahlen eine Art von Todesfalle aktivieren.
Geh mal nochmal den anderen. Ich geh mal den anderen Gang lang. Jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich hier bestimmt den Kiesel einsetzen, den wir gefunden haben. Bei der Leiche. Passt nicht. Sieht so aus wie eine Art Steineidechse. Da ist ein kleines Loch in der Brust. Ist doch so offensichtlich. Der Steinblock unter dem Altar passt nicht ganz zu den anderen in dem Raum. Scheint nicht zu funktionieren. Gestern haben wir auch eine ordentlich gerätselt, Kizuna. Beim Horrorsamstag. Passt nicht. Tatsächlich, das passt da nicht rein. Obwohl sieht es so aus wie eine Art Steineidechse. Da ist ein kleines Loch in der Brust. Vielleicht muss ich da irgendwas reinstecken, also so aktivieren. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Der Steinblock unter dem Altar passt nicht ganz zu den anderen in dem Raum. Sieht so aus wie eine Art Steineidechse. Da ist ein kleines Loch in der Brust. Nutze. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Ja, irgendwas Spitzes halt, was Dünnes. Also entweder Dosenöffner. Das funktioniert nur an Dosen. Immer noch. Spitzhacke. Schön zertrümmern, das Ding. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Bleistift. Na, das macht keinen Sinn. Man die bewegen? Na, zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Eröffnen? Geht nicht auf. Zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Oh, wir hatten Frankfurt heute gespielt, Leute. Da komme ich nicht hin. Sonst ist ja hier gar nichts, ne? Ihr zwei verloren. Danke, Steve. Krone, Japan-Fan, da hast du recht. Das können wir mal probieren. Nee. Der funktioniert noch. Da komme ich nicht hin. Bis gleich, Jense.
Also hier ist nix. Hat doch gerade eben noch funktioniert, der Bot. Sag hier auch keine Fehlermeldung an oder nix. Also der Bot, der kann gerade nicht auf den Livestream zugreifen. Keine Ahnung warum. Müsste mal warten. So, hier lang war das, ne? Scheint nicht zu funktionieren. Nee, geht auch nicht. Es ist die goldene Krone von Prinz Alma oder so. Geht leider auch nicht. Der Steinblock unter dem Altar passt nicht ganz zu den anderen in dem Raum. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Leute, bin ich noch live? Seht ihr mich noch? Weil der Bot erkennt meinen Livestream nicht mehr. Anscheinend schon, weil Domi hat reingeschrieben. Mein Bot dann im Livestream. Der Speisendingsbums, der wird noch laufen, weil das ist nur ein Timeout. Der ist relativ hoch. Geh mal hier durch. So, jetzt kommen wir hier bei den Strahlen wieder an. Die Frage ist, was kann ich hier machen? Also, wie komme ich hier vorbei? Entweder ich muss die irgendwie abstellen. Scheint nicht zu funktionieren. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Ich habe ein komisches Gefühl bei diesen Lichtstrahlen. Ich bleibe mal lieber auf dieser Seite. Im Horn, da kann ich durchblasen, dann passiert ja bestimmt nichts. Ich glaube nicht, dass der Horn diese Lichtstrahlen wegmacht. Ich probier's mal. Muss ich bestimmt bei irgendeinem Hebel irgendwo ausstellen. Ich glaube, dass ich hier erstmal nicht weiterkomme. Hier ist vielleicht der Ausgang, weil hier sieht es ja auch aus, als wenn es da rausgeht. Nee, die kann er nicht tragen.
Ich muss hier irgendwas mit dieser Statue machen, Leute. Der Steinblock unter dem Altar passt nicht ganz zu den anderen in dem Raum. Vielleicht hier? Ey, Satan! Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Mädel. Also lasst mich mal kurz euch eine Frage stellen. Das, was ich hier bei dieser Statue brauche, habe ich noch nicht im Inventar, oder? Ja oder nein? Schreibt mal ganz kurz rein. Ich gehe mal ganz kurz meinen Kaffee voll machen. Bin gleich wieder da.
Hey Gamer Falk! Mach Küche, Tropi! Wenn jetzt die Wahl stand, ich weiß jetzt nicht, ich hab einfach gesagt Küche oder Supermarkt. Kali hat sich versteckt beim Kaffee holen. So, weiter geht's. Bis später, Kizuna. Wir müssen weitermachen. Sollte mal den Chat anmachen. Ah, Jensemann ist wieder am Stizzle. Also habt ihr reingeschrieben, Leute? Das, was ich hier brauche bei diesem Ding, habe ich das schon im Inventar oder muss ich weitersuchen? Muss ich weitersuchen bestimmt, oder? Nicht komplett. Okay, dann brauche ich noch einen zweiten Kiesel. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einen Kiesel einbauen muss. Aber halt nur einen. Ich brauche bestimmt mehrere. Oder zwei mindestens. Stein. Haben wir den Stock rausgezogen? Brauchen wir, glaube ich. Oder? Wartet mal, wir gucken mal da rein, ob da vielleicht noch ein. Ne, da haben wir schon reingeguckt, ne? Da war ja der Stock drin, ne? Zu schwer, als dass man es bewegen könnte. Da ist die Leiche, die hat man schon gelootet. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Rätsel haben wir hier in der Ruine noch offen, dass wir da ran könnten? Dass wir, wo wir weiter ansetzen könnten. Wir haben ja nur noch die Lichtstrahlen und wir haben diese Statue mit dem Altar, wo ich da gerade rätsel. Was haben wir denn noch offen? Den Typen, der noch eingesperrt ist vielleicht. Aber da kommen wir doch bestimmt erst später hin, oder? Weil da muss ich ja irgendwie die Steinplatte wegbewegen können. Bis gleich. Der Becher. Ja, ich weiß nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Cornelle. Ich habe ja auch nix, was mich irgendwie weiterhilft beim Becher. Was gibt's Schönes, Tropi? Mensch? So, hier ist die Steintafel. Ich muss bestimmt jetzt als nächstes diese Steindings hier wegkriegen, richtig? Glaube ich auch, Jensemann. Nutze. Mani. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Habe ich denn alles im Inventar, um das wegzubekommen, diese Steintafel hier? Nimm das Loch. War das doch andere Seite, oder? Diese Steinplatte ist mir im Weg. Muss erst. Diese Steinplatte ist mir im Weg. Diese Steinplatte ist mir im Weg. Diese Steinplatte ist mir im Weg. Also rein theoretisch ist ja... Die Seile gehen nach oben.
Die Seile gehen nach oben, Leute. Vielleicht muss ich das ans andere Ende von den Seilen gehen und da irgendwas machen. Hier muss ich nicht. Ah, schwere Kost hier. Schwere Kost. Schwere Kost, meine Damen und Herren. Wie ist euch? Also, das ist wieder der rauchende Kalli ist wieder am Start hier. So, hier war die Schlange, die haben wir vertrieben. Mal jetzt mal hier. Ich gehe mal nochmal zu diesem Kobelmechanismus. Der Kobelmechanismus war, glaube ich, da, ne? Da drüben rechts, oder? Der ist irgendwie abgestürzt, Gamer Falk. Der hat zwar vorhin noch funktioniert, aber jetzt ist er wieder abgestürzt. Und das mit dem Backup hat auch nicht so richtig funktioniert. Was Tropi da geschrieben hat, dass es vielleicht gehen würde. Probier mal zu starten. Geht der andere Bot denn mit Wein und Speisen? Wieder? Weil er hat ja vorhin auch funktioniert, aber... Ja, der geht. Keine Ahnung, was da los ist. Mal nach dem Stream gucken. So, hier, diese Dings meinte ich. Wenn ich die runterlasse, vielleicht ist dann... das wäre zu sperrig, um es mit bloßen Händen zu bewegen. So, vielleicht ist jetzt auf die andere Platte hochgegangen. Wisst ihr, was ich meine? Hey, Kiki! Versteht ihr, was ich meine? Lass mich raten, nein, es hat nicht funktioniert. Ich könnte mir aber vorstellen, vielleicht einen anderen Anhaltspunkt sehe ich nicht. So, wo war das? Hier lang, ne? Ne, hier lang, hier lang. Rechts. Hat es funktioniert? Hat funktioniert. So. Ich drück mal den... Warte mal, speichern. Na komm. So.
Es ist nichts passiert. Ah, da muss ich das Seil bestimmt erst durchmachen, ne? Da komme ich nicht hin. Kann man gar nicht einklicken, das Seil. Hör mal. Das hier. Es ist zu weit über dem glühenden Loch, als dass ich da dran käme. Benutze... Fackel? Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Es ist zu weit über dem glühenden Loch, als dass ich da dran käme. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Scheiße. Wollt ihr mal reden erstmal? Haben wir ja schon zwar, aber... Ich hab's endlich geschafft. Und es wurde aber auch Zeit. Ich hätte beinahe die Hoffnung aufgegeben. Aber eine Idee. Ich habe eine Idee. Ausgezeichnet. Und die wäre? Mach das Seil los, an dem der Käfig angebunden ist. Mach das Seil los, an dem der Käfig angebunden ist. Sei nicht lächerlich. Wenn ich das Seil losmache, falle ich ins Loch. Nicht das Seil, an dem der Käfig hängt. Das Seil zu deinen Füßen. Ah, natürlich. Ich wusste es. Da! So. Das ist der Irre. Jetzt kann ich dich freilassen. So, jetzt werde ich mal den Hebel benutzen. Es hat geklappt. Sehr schön. Du bist frei. Ausgezeichnet. Das hast du gut gemacht. Aber ich fürchte, hier werden wir uns trennen müssen. Hey, ich dachte, wir wären Partner. Alter, da zieht doch nicht. Fang bloß keinen Streit mit mir an, King. Oder ich muss dich erschießen. Aber ich habe dir doch das Leben gerettet. Und ich revanchiere mich dafür. Wenn ich dir nochmal über den Weg laufen sollte, bin ich vielleicht nicht mehr so nett. Lauf mir also bloß nicht hinterher. Wir laufen ihm hinterher. So ein gemeiner Mistkerl. Wir laufen ihm hinterher, Leute. Frage ist bloß, hier kann er vielleicht nur dahin gelaufen sein. Vielleicht ist er jetzt durch die Strahlen gegangen, Leute. Oder nicht? Falschen Weg eingeschlagen, ich stöde. Wo ist er hingelaufen? Wo könnte er hingelaufen sein, meine Damen und Herren? Vielleicht hier links weiter. Nein. Er ist hundertprozentig jetzt durch die Strahlen gelaufen, da bei der Todesfalle. Was zum Teufel war das? Ich geh mal dahin. Es war so klar, dass er da durchläuft. Die sind weg. Ah, jetzt ist hier so ein komisches Ding. Da komme ich nicht hin. Hier zu Ihns pulverisierter Körper. Geil.
Gehen wir mal hier lang. Vielleicht muss ich jetzt runter zu... zum Kaffeebecher. Also da, wo er jetzt zerquetscht liegt. Alter, das ist so eine einschlafende Hintergrundmusik teilweise, ist ja fürchterlich. Muss jetzt nur den Weg finden. Der Weg war... war das hier lang? Ja, hier ist die Schlange, genau. Hier war die Schlange gewesen. So, jetzt muss ich, ich glaube, hier durch, ne? War das mit dem zum Becher? Ne, da war Schatzkammer. Zurück. Da war das doch rechts. War das doch rechts, Leute. Hier lang. Hier? Oder ich muss wieder drehen. Kann ja auch sein, weil ich muss ja da nicht nochmal hin. Wenn ich jetzt hier runtergehe, war das, ne? Oder? Ich fall jetzt runter. Hier lang. So, ach also. Du mein Schreck. Da ist ja Ian. Er war vielleicht ein eingebildetes, mieses Schwein. Aber das hat er nun wirklich nicht verdient. So. Ah, dieser miese Lügner. Der hatte den Kristallschädel, nicht die Bohne. Das Einzige, was ich gefunden habe, jawohl, war ein seltsames Stück Stein. Jetzt habe ich alles andere war platt. Jetzt habe ich beide Kieselsteine. Ich hoffe, dass die jetzt funktionieren, da bei dieser Statue im Altar. Kann ich die jetzt schon miteinander verbinden? Ich brauche irgendwas, um sie aneinander zu kleben. Harz, oder? Haben wir noch normales Harz oder nur am Schläger? Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Vielleicht so rum? Scheint nicht zu funktionieren. Ich hoffe, dass das beim Altar dann funktioniert. Gehen wir erstmal dahin. So, benutzen. Hey, was für ein Trip. So.
Schlange. Und ich glaube, da unten war das, ne? Der Altarraum. Oder? Doch da, oder? So. Rein, ne? Ja, Ansek. Hier rein. Wo war doch mal der Altarraum? Ich glaube, hier dann, ne? Ja, hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Großer Stein? Passt nicht. Jetzt verarschen? Ich brauche irgendwas. Muss ich jetzt wieder zum Harz laufen? Muss ich jetzt wieder zum Harz laufen und da Harz aus dem Baum holen? Bestimmt, oder? Ich muss bestimmt jetzt wieder zu dem Baumharz laufen und ein neues Harz rausholen. Mich jetzt mal an. Hey Kizuna, willkommen zurück. Frisch geduscht. In pingeliger Kleinstarbeit. So. Hier lang. Wo war noch mal das, wo ich nach unten gefallen bin? Das ist da, wo man nach unten fällt. Das war, glaube ich, hier rechts, ne? Ich glaube, ja. Hey, Matthias Müller! Glaube ich. Hier. So, jetzt bin ich, wenn ich da runterfalle, bin ich direkt beim Harz. Jetzt hoffe ich, dass ich eine neue Portion Harz da von dem Baum kriege, damit wir die beiden Steine, Kiesel da zusammensetzen können. So. Puh. Tim? Jawohl. Ich. Benutze Baumharz an. Kiesel. Sehr schön. Benutze lebriger Kiesel an großer Stein. Sehr schön. Jetzt können wir den einsetzen. Boah, ist ja umständlich gemacht, ey. Ich hab meinen Krümelkaffee hier.
sogar durchsichtig. Toll, was für ein Trip. Ja, was für ein Trip, Buddy. So, rein da. Viel Spaß noch. Ja, Jordi, dir auch. Danke für dein Däumchen und bis morgen, wenn du Lust hast. Morgen geht... Warte mal, wie machen wir das morgen? Entweder Kingdom Come geht weiter. Am Anfang der Woche schon oder Ende der Woche. Mal gucken. Alle Fälle wollte ich noch diese Woche Dragon Age und die Outer Worlds irgendwie einbauen. Der hat vorhin funktioniert, Ansek. Aber der ist jetzt wieder abgekackt. Wie lang war das? Altarraum, war der da oben? Oder war der hier unten lang links? Vergesst es immer. Hier. Ja, leider Gottes, Ansik. In letzter Zeit schon. So. Jawohl, es funktioniert. Oh, ich glaube, das explodiert gleich. Es gibt eine Treppe in den Raum darunter. Dann auf geht's. Ach du Scheiße. Oh weia. Jetzt gibt's hier 6000 Eingänge, ey. Alter, nein, ey. Was ist denn das jetzt hier? Dino-Ratte, hallöchen. Die ist ja niedlich. Kann man die nehmen? Niemals. Ich bin allergisch gegen Nagetiere. Besonders gegen Genmutierte. Ich jetzt mal hier lang. Hier stehe. Oh nee, Alter. Oh nein. Oh nein, Leute. Was anderes aussieht hier. Jetzt bin ich wenigstens hier rausgekommen, wo sie wieder steht. Immer hier runter. Ich nehme mal an, ich brauche irgendwo einen Hinweis. Ja, Domi, deswegen kurz ich ab. In jedem verdammten Retro-Spiel ist ein verdammtes Labyrinth drin. Außer bei Toonstruck, da war, glaube ich, keins. Jetzt richtig erinnere, ich weiß es nicht. Hey, Moreno! Dass ich wüsste. Es gehörte dem toten Wächter im Tempel. Der Arme war erst 26 Jahre alt.
Wüsste nicht, wo hier ein Hinweis sein soll. Es sieht besser auf Totensachen aus. Die Silberfischer haben sich schon gütlich daran getan. Das meiste davon ist unlesbar. Hm, da steht was von Aufbewahrung des Paketes an einem anderen Ort, da es extrem flüchtig ist. Flüchtig? Ist das nicht Wasser? Hallo, ich spiele gerade Resident Evil 7 Biohazard Irrenhaus, dank dir. Bitteschön. Keine Ahnung, wie du jetzt darauf kommst, aber viel Spaß dabei. Hier, ich geh mal da hoch. Also links bin ich hierher gekommen, da ging das ganze Labyrinth los, aber ich gehe jetzt mal rechts hier rein. Ich glaube nicht, dass ich einen Hinweis im Inventar habe. Ich wüsste nicht wie. Wo? Oh. Es ist die goldene Krone von Prinz Alma oder so. Gänsemann, erstmal noch nicht. Erstmal möchte ich alleine hier wissen, durch Zufall in einen neuen Raum zu kommen. Geh schnell aufladen, Domi. Ich hab die. Warte mal, ich benutze mal das Horn. Vielleicht ist da irgendwas. Also im Prinzip komme ich immer nur bei dem Wasser raus und bei diesem anderen. Gibt nur anscheinend diese. Warte mal. Geh mal da hoch. Neuer Wasserweg, hä? Da hoch. Hier lang. Wo war er? Mal da hoch. Warte mal, ich könnte doch... Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. Hey, Job. Ist ja niedlich. Scheint nicht zu funktionieren. Hab ich auch gedacht, Moreno, aber es geht nicht. Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. Vielleicht geben? Hey, da, kleiner Freund. Ah, warte mal. Ich habe ein Häppchen für dich. Leute, vielleicht so. Gehen wir mal wieder und geben ihm neue Häppchen.
Ich dachte schon, er läuft wieder zurück. Na, hätte ich jetzt hier den Monitor aus dem Fenster geschmissen. Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. Gucken, wie viel Käsekräcker er noch hat. Hey Patrick! Links. Ah, wir sind da! Nehme ich jetzt mal an. Der neue Move. Und vergesst eure lieben Däumchen nicht, eure zart umrandeten. So. Was haben wir denn hier? Prüfe Schalltafel. Sieht locker aus. Na, dann beweg mal das schöne Ding. Ich geh mal auf Nummer sicher. Sieht locker aus. Sieht aus, als ob ich etwas ausgelöst hätte. Sessel, oder? Ja, Stuhl. Ei, der ist ja riesig. Soll ich jetzt die Maske raufsetzen? Es sieht besser auf Totensachen aus. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Und jetzt will ich den Schädel auch haben. Soll ich jetzt das Horn benutzen? Da sind wir hergekommen. Gehen wir mal hier lang. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Cornelle. Oh, nee. Alter. Alter Vergewaltiger, Leute. Das ist ja hier der absolute Krönungsbeitritt hier. Ist doch hier schon wieder. Prüfe eingravierte Markierung an der Wand. Der Stein hinter der Markierung ist locker. Wege mal. Das Muster hat sich geändert. Beinahe. Ach, jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Okay, wir müssen die richtigen Dinger bewegen. Ich nehme mal an, dass das, was am Boden eingraviert ist, wir drücken müssen. Also zum Beispiel, Dieser Ort blieb jahrelang unberührt. Alles ist mit einer dicken Schmutzschicht bedeckt. Der hier ist, glaube ich, der, oder? Der Stein hinter der Markierung ist locker. Das Muster hat sich geändert.
scheint nicht zu funktionieren. Gute Nacht, Moreno. Schlaf gut. Bis eben, Falk. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Danke für dein Däumchen. Und fahr gut. Nochmal von vorne. Also, auf Montage kommt gut an. Du musst ja immer früh aufstehen, um 2 oder so. Oder 2:30. Wie lang? Scheint nicht zu funktionieren. Das Muster hat sich geändert. Ich komme auch nicht ganz dahinter, was für Muster hier die wollen. Ich dachte immer, dass ich das, was auf dem Boden ist. Aber das hat anscheinend... Nee, 2:30 habe ich gesagt. 2:30. B. Nice. Dieser Ort blieb jahrelang unberührt. Alles ist mit einer dicken Schmutzschicht bedeckt. Das Ding sehe ich doch da. Hier. Wisch mal den. Nochmal von vorne. Der hier. Wege den. Das Muster hat sich geändert. Oh. Der ist, glaube ich, der. Nochmal von vorne. Ich glaube, dass die Lösung zu diesem Wandmuster woanders liegt. Ich muss nur das Muster am Boden mit dem an der Wand übereinstimmen. Ach so. Könnte auch sein. Also das hier ist identisch mit dem hier. Deswegen lasse ich den. Ich drück mal den hier oben, weil... Der ist ja nicht richtig. Das Muster hat sich geändert. Ist alles falsch. Vielleicht muss ich dann doch die drücken, die... Scheint nicht zu funktionieren. Die übereinstimmen. Habe ich ja vorhin gemacht, da war ja nichts. Nochmal von vorne. So, hier ist das. Das ist das. Deswegen drücke ich das jetzt. Aber der mault doch dann wieder rum. Das Muster hat sich geändert. So. Welches ist denn noch richtig?
Mit hier könnte. Das ist auch falsch. Das hier könnte richtig sein. Das hier. Bitte. Nochmal von vorne. Steh's nicht. Scheint nicht zu funktionieren. Der Ton? Ich bin ja nicht was. Nutzt es jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Machen wir mal das. Das ist das Einzige, was übereinstimmt. Ja, das stimmt. Da habe ich aber planlos gedrückt. Da habe ich irgendwie das B wiedererkannt. Warte mal. Da habe ich den hier gedrückt. Das Muster hat sich geändert. Dann habe ich, glaube ich... Den nicht. Den hier. Nochmal von vorne. Versteh's nicht. Das Muster hat sich geändert. Ja, hab ich ja gemacht, Reinhard. Aber da passiert ja auch nichts. Das hier war identisch mit dem, was ich gerade gedrückt habe. Moment. Bin sofort wieder bei euch. Geht nur um den Fußbot hier. Gute Nacht, Satan. Schlaf gut. Nein, mache ich dann nach dem Stream. So, also ich denke immer noch, dass ich diese drücken muss, die hier zu sehen sind. Also jetzt habe ich gerade den gedrückt, deswegen hat er sich geändert. Ich muss Schritt für Schritt vorgehen. Links, ditte, ditte und dann ditte. Mach mal einfach irgendwas. Nochmal von vorne. Ich glaube, dass die Lösung zu diesem Wandmuster woanders liegt. Zum Beispiel... Dass ich jetzt raussuche, was links auf der linken Spalte hier zusammenpasst.
scheint nicht zu funktionieren. Hier bin ich. Scheint nicht zu funktionieren. Hey Pascal und Gamer for All. Das Muster hat sich geändert. Jetzt zweite Linie. Will das hier richtig sein? Bitte auch, das erste da. Nochmal von vorne. Das hier? Also das hier ist eindeutig das. Ich weiß nicht, wie ich das Rätsel lösen soll. Also im Labyrinth wird nichts sein, weil wir haben es ja durchgeschafft. Also das muss schon, das Rätselslösung muss hier schon in diesem Raum sein, nehme ich an. Ist das korrekt? Es ist verschlossen. Das Rätselslösung ist hier in diesem Raum und nirgendwo anders, korrekt? Könnt ihr das mal reinschreiben? Ja, meint Jensemann. Okay. Das ist ein Pygmäisch-Deutsch-Wörterbuch. Man kann mich als Pilot anheuern. Nicht als Pyromane. Und im Inventar muss ich auch nichts benutzen, richtig? Also vom Inventar hier irgendwas. Also es läuft sich nur... Gute Nacht, Feuerflocke. Es läuft nur zwischen dem hier und dem hier ab. Oder? Ah, doch, meint Jensemann. Aber was denn? Das hier wieder eingravieren? Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Lässt sich nicht bewegen. Dieser Ort blieb jahrelang unberührt. Alles ist mit einer dicken Schmutzschicht bedeckt. Ja, die muss ich irgendwie wegkriegen. Ein Staubsauger. Ah! In der Zwischenzeit, wieder am Unglücksort. Da steht doch, da ist unser Mechaniker. Ich frage mich, wie es Joe geht. Der Spiel schon Anfang des Spiels da. In irgendeine miese Falle geraten. Da, das ist gleich viel besser. So, jetzt haben wir's. So, jetzt können wir doch bestimmt hier lösen. Benutze. So, mal gucken. Hier stimmt nichts überein. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das. Das hier ist zu sehen. An der Stelle. Also das bewegen. Das Muster hat sich geändert. So. Dann das hier. Nochmal von vorne. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert dieses Rätsel? Ich weiß nicht, ob ich Zeile für Zeile abarbeiten muss. Scheint nicht zu funktionieren. Das Muster hat sich geändert.
nochmal von vorne. Beim allerersten Versuch vorhin ging's hoch und wieder zu, da hat er gesagt, fast. Aber da hatte ich ja noch gar nichts mit dem Staubsauger und nichts. Ich bin der Meinung, das Ding hier, I3, also 3, I3, IE, IE, hier, das. Das Muster hat sich geändert. Oder spiegelverkehrt, genau, Japan-Fan oder Gamer. Die Frage ist halt bloß. Also jetzt zum Beispiel wäre das O zu sehen oder was auch immer das ist. Das ist hier. Weil alle anderen Symbole, die in dieser Spalte sind, sind hier nicht zu... Ach, das sind ja 5. Und hier sind es 4 nur. Dann kann das ja gar nicht sein. So wie ich es denke. Dann ist das jetzt falsch, was ich mache, aber Nochmal von vorne. Ich glaube, dass die Lösung zu diesem Wandmuster woanders liegt. Den Boden... Ich kann doch hier nichts nehmen. Doch irgendwelche. Warum in aller Welt sollte ich das tun wollen? Nein, Justin. Du willst selber rausfinden. Noch. Das Muster hat sich geändert. Nochmal von vorne. Ich komm nicht drauf, ey. Schaffen das schon, schaff das schon. Nein, Matthias, keine Lösung reinschreiben. Der Stein hinter der Markierung ist locker. Scheint nicht zu funktionieren. Das Muster hat sich geändert. Nochmal von vorne. Das Muster hat sich geändert. Nochmal von vorne. Ich brauche jetzt nichts mehr aus dem Inventar, ist das richtig? Ich bin jetzt fertig mit dem Inventar und dem Rätsel, oder? Jemand vor allem meint ja, im Sinne von ich brauche nichts mehr oder ja, ich brauche was. Ja, ist richtig, gut.
Das Muster hat sich geändert. Nochmal von vorne. Ich glaube, dass die Lösung zu diesem Wandmuster woanders liegt. Wenn nur, dass sie locker sind. Der Stein hinter der Markierung ist locker. Da kann man die nehmen. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Bleiben, wie es ist. Der Stein hinter der Markierung ist locker. Ja, habe ich schon den Staubsauger, Justin. Sonst wäre hier das alles unleserlich gewesen. Das Muster hat sich geändert. Mach ich ja immer. Ich drück doch immer bewegen. Das heißt locker, dass man das reindrücken kann. Das macht er ja auch. Das hier zum Beispiel, dieses Muster ist hier oben. Nochmal von vorne. 5x5 und 4x4, also das... Ich weiß nicht, was ich für Symbole drücken muss, weil das sind hier 4x4... Und hier unten sind es 5x5. Das passt ja nicht. Deswegen suche ich mir immer das aus, was passt. Aus dieser... Also zum Beispiel hier sehe ich das. I3. Oder IE, je nachdem wie man 13 oder IE, je nachdem was man... Ich das bewege. Das Muster hat sich geändert. Ist hier die 31? Ja gut, der guckt ja auch auf die 31. Warte mal, ich probier's mal. Ah! Ach, jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Ist das sowas vielleicht wie Memory? Beinahe. Da haben wir wieder beinahe, Leute. Wir bewegen mal den hier, den sehen wir da unten. Das Muster hat sich geändert. Weg ist es. Dann jetzt vielleicht die 13. Also zum Beispiel 31 jetzt. Beinahe. Ach, jetzt stehe ich wieder ganz am Anfang. Also anscheinend scheint diese 31 hier richtig zu sein. Also die dann hier aufplöppt. Bloß der Anfang ist falsch.
Ich kann nichts kombinieren, ich muss nur drücken. Muss man die richtigen drücken, Reinhard, anscheinend. Ich würde sagen, das zweite Symbol in der untersten Reihe. Weiter von links, oder was? Meinst du an der Wand oder am Boden? Gamer for all. Wand. Das hier. Wo ist das? Soll das sein? Das Muster hat sich geändert. Also wenn jetzt... Wenn die sich jetzt bewegt... Hey, ich habe die Tür geöffnet. Manchmal bin ich über mich selbst erstaunt. Aber warum denn das Ding? Warum diese erste Platte? Warum die... War das die hier? Die? Ich versteh's nicht. Egal. Okay. Hä? Oh, da ist er wieder. Schon wieder. Ich hatte nicht gedacht, dass du es so weit schaffen würdest. Ich bin beeindruckt. Sieh mal, das freut mich ehrlich für dich. Aber wo ist der Schädel? Du bist ganz nah dran. Aber du musst mir erst den Schlüssel geben. Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Der Schlüssel zu deiner Abstammung. Du bist der Nachfolger des Königshauses von Almaxakotl, oder? Ich bin Joe King, man kann mich als Pilot anheuern. Ich bin kein Almaxakotlier. Ich bin Joe King, man kann mich als Pilot anheuern. Nur der Nachfolger von Almaxakotl hat Zutritt zu dem Schädel. Wenn du nicht der Nachfolger bist, musst du gehen. Gute Nacht, Domi. Okay. Hi, Hypen, hi. Sei gegrüßt, wie geht's dir? Sag mal, ist Tropi noch da? John. Ah, Tropi ist noch da. Ich frage mich, was bist so stumm heute könnte. Ich frage mich, was dahinter sein könnte. Na, dann guck mal nochmal nach mit der Pike. Keine gute Idee. Ich könnte unnötigen Schaden anrichten. Viel zu tun. Armer Tropi. Öffnen? Geht nicht auf. Bewegen? Lässt sich nicht bewegen. Also ich glaube schon, dass es heute Finale ist, Ansek. Ich weiß es zwar nicht, aber allzu lange sollte es jetzt nicht mehr dauern. Es spitzt sich ja hier alles zu. Da ist ein Fenster. Ah, wartet mal, wir können vielleicht benutzen... Na, es sieht besser auf Totensachen aus. Oder wir geben's ihr mal, gib. Ich habe den Schlüssel zu meiner Almaxakotl-Abstammung. Na, dann lass mal sehen. Das ist die Totenmaske von Texakortu. Er war einer der besten Krieger von Almaxakotl. Aber er war kein Mitglied der königlichen Familie. Oh, Mist. Okay, dann müssen wir... Entweder das... Kein Problem, Tropi, alles gut. Alles gut. Alles gut, sail away, sail away.
Echt, die Leichentücher? Sieh mal, diese Leinen sind die Überreste meines großen Vorfahren, Prinz Almaxa-Quottel. Das sind tatsächlich die Tücher des Prinzen, aber sie sind nicht der Schlüssel zu deiner Abstammung. Verdammt. Dann den Personalausweis. Stell mal vor hier. Hier. Nee, ich behalte es noch eine Weile. Ah, die Krone. Die Krone vielleicht. Ich glaube, ich habe hier den Schlüssel zu meiner Abstammung. Ja, und was könnte dieser Schlüssel sein? Die Krone, die seit über 400 Jahren in meiner Familie existiert. Ah, die königliche Kopfbedeckung von Almaxa-Quottel. Ey, Dr. Chaos! Genau die. Hier. Ups. Das tut mir leid. Mach dir nichts draus. Du hast bewiesen, dass du der Erbe bist. Du bist würdig, den Schädel zu nehmen. Danke. Oh, da haben wir endlich das Rätsel um den Kristallschädel gelöst. Als Mitglied des Königshauses von Almaxa-Quottel nehme ich an, weißt du, was du tust. Ich muss jetzt gehen. Ja, wir müssen jetzt der Amazonenkönigin den Schädel geben, damit der Professor Eisenstein das nicht in die Hände bekommt. Endlich habe ich ihn gefunden. Ich hoffe nur, dass ich auch alles richtig mache. Hey, der Strom ist ja weg. So, jetzt haben wir den Kristallschädel. Können wir jetzt, glaube ich, mal rausgehen hier, oder? Oder? Gab es da noch einen anderen Ausweg? Nee. Gut, dann. Vorhin war die Jordi auch da, Doktor. So, jetzt werde ich den Kristallschädel hier mal auf den Sessel setzen. Mal gucken, ob das funktioniert. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, da oben in diese... Oi, der ist ja riesig. Können wir den jetzt benutzen? Tja, mal sehen. Hui! Lass anlassen! Es sah aus, als ob Herr King seinen Weg nach draußen gefunden hätte. Hallo, Mr. King. Autsch. Ich gratuliere zu deinem Erfolg. Ich habe den Schädel. Und jetzt kannst du die Amazonen freilassen. Ich glaube nicht. Du kommst mit mir. Du warst doch vorhin so nett. Später im Gefängnis von Fledder. Bei den Eingeborenen, ne? Na, prima. Ah, nee, von dem. Ich sitze schon wieder hinter Gittern. Von der Lederhosen GmbH. Und Eisenschwein. Hallo, King. Du Schurke, lass mich hier raus. Das kann ich nicht. Du würdest meine Pläne durchkreuzen. Wir haben es dir zu verdanken, dass der Schutz um das Tal weg ist. Jetzt habe ich Zugang zu allen Dinosauriern da drin. Du bist verrückt, damit kommst du nicht durch. Warum in aller Welt brauchst du noch mehr Dinosaurier? Warum in aller Welt brauchst du noch mehr Dinosaurier? Die Antwort ist ziemlich einfach. Weißt du, was DNS ist? Ja. Hip-Hop-Art, Klassiker. Desoxyribonukleinsäure. Ah, das kommt in Chromosomen vor. Sehr beeindruckend. Wie du vielleicht weißt, enthält die DNS die genetischen Informationen aller lebenden Organismen. Änderst du die DNS, veränderst du den ganzen Organismus. Du mischst doch nicht etwa Dinosaurier-DNS mit menschlicher DNS.
Du mischst doch nicht etwa Dinosaurier-DNS mit menschlicher DNS, oder? Wie ist es? Ja, doch, Mr. King. Mit guten Ergebnissen. Bald kann ich über eine Armee von Dinosaurier-Soldaten befehlen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dich aufzuhalten. Wenn ich hier raus bin. Sehr nobel von dir. Vielleicht kannst du mit deinem Kopf gegen die Gitterstäbe schlagen, um sie zu lockern. Oder du gräbst dir mit deinem Messer einen Gang. Dein Sarkasmus ist dein Verderben. Ich würde gern weiter mit dir reden, aber ich muss ein verloren geglaubtes Tal voller Dinosaurier plündern. Vielleicht können wir unsere Unterhaltung fortsetzen, wenn ich zurück bin. Leb wohl, King. Ich fange an, mich wie Harry Houdini zu fühlen. So, wir haben Stuhl, wo Tropi drunter ist. Nicht Spaß. So, wir haben einen Schrank, einen Stuhl, eine Lampe und eine Tür. Es ist verschlossen. Guck mal den Stuhl, guck mal da ran. Nee, da kommen wir nicht. Da, Becher, nehmen Becher. So. Es ist ein abblätternder Emaillebecher. Auch nicht hin, weil wir hier eingesperrt sind. Benutze Stuhl. Den. Benutze Becher mit Feuerzeug. Scheint nicht zu funktionieren. Benutze Anzünder. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht kann ich mit dem Messer die Emaille abschaben. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Oder andersrum. Scheint nicht zu funktionieren. Scheiß. Hey, lasst mich hier raus. Joe, endlich haben wir dich gefunden. Ui. Hallo, großer Junge. Faye. Anderson, ne? Hallo, Joe. Mit uns hast du wohl nicht gerechnet. Anderson, was machst du denn hier? Du Taugenichts, du Altes. Kapier doch, Joe. Er ist hier, um uns zu helfen. Ja, Joe. Versteh doch endlich. Warum sollte er uns helfen wollen? Weil der Doktor völlig verrückt ist. Er muss unter allen Umständen aufgehalten werden. Kein Scherz? Deine Intelligenz ist doch eher durchschnittlich. Immerhin bin ich so pfiffig, dass ich nicht hinter Gittern sitze. Du hast Glück, dass ich jetzt hinter Gittern sitze, Freundchen. Könnt ihr zwei dann endlich mit dem Streit aufhören? Er hat damit angefangen. Habe ich nicht.
Wir müssen irgendwie diese Tür aufbekommen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Brechstange in diesem Schrank. Eine Brechstange? Für diese Tür brauchst du mehr als eine Brechstange. Sehr klug, Hans. Hans? Du heißt Hans? Mein Vater hieß so. Wir sollten unsere Zeit nicht mit solchen Kleinigkeiten vertrödeln. Lass mal sehen. Hey, hier ist so eine Waffe drin. Prima. Vorsichtig, Faye. Dieser verrückte Dr. Eisenstein hat tödliche Spielzeuge. Na, dies hier sieht ziemlich tödlich aus. Vielleicht kann ich das Schloss von der Tür rausschießen. Okay, wir können es ja versuchen. Na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum denn nicht, Joe? Hast du Angst? Nein, ich mache mir nur Sorgen um eure Sicherheit. Ja, sicher. Stellt euch lieber etwas weiter weg. Oh, oh. Okay. Unglaublich. Es hat die ganze Tür rausgehauen. Genauso wie... Das Ding ist ausgebrannt. Tja, Faye, jetzt aber los. Warum die Eile? Hans muss den Zeppelin in das Tal fliegen. Wenn wir nicht zum Hangar zurückkommen, könnte Eisenstein Verdacht schöpfen. Wir haben getan, was wir konnten, Joe. Du musst irgendwie ins Tal kommen und Eisenstein stoppen, bevor es zu spät ist. Ich werd's versuchen. Und ihr seid schön vorsichtig, ja? Sind wir. Viel Glück, Joe. Ja. Ja, King, alles Gute. Oh Mann, ey. Sag mal, wie viele Leute sind wir denn? Heute ist wohl nicht mein Tag. Jetzt muss ich irgendwie einen Weg in das Tal finden. Bis gleich, Jense. Japan. Geht ja noch. Sorry. So. Wir müssen jetzt einen Weg ins Tal finden. Vielleicht geht es relativ zügig. Aber hier haben wir schon alles gemacht, was zu machen ging. Wir müssen jetzt mit dem Fahrstuhl bestimmt fahren. Weil ich glaube nicht, dass wir hier unten jetzt irgendwas machen müssen. Weil mehr Rätsel gab es ja hier auch nicht. So, der Fahrstuhl war glaube ich hier, ne? Ja, Aufzug. So raus. Und wir müssen ins Nebeltal kommen. Es waren noch Zeiten hier, oder? Wo wir zum ersten Mal hier waren mit der dicken Inge. Auch nicht mehr zu sehen. Aber er ist wieder am Start. Ich will gar nicht wissen, was er mit dieser Kasper-Puppe gemacht hat, die wir ihm gegeben haben, dem Hund. Nimm ich weg. So, jetzt sind wir beim Gipfel. Jetzt müssen wir irgendwie... Festung. Das Tal. Meinten der mit Tal? Geh mal zur Amazonenfestung und guck mal, ich rede mal mit der Königin. Vielleicht, dass wir da irgendwie, Es hat keinen Sinn, dass ich zu den Amazonen zurückkehre. Ich sollte lieber einen Weg in das Tal suchen. Ja, das Problem ist, wo ist das Tal? Was meint denn der? Ja, ich weiß, Gamer Paul. Aber es ist zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Hast du eine Xbox, oder, Gamer? Standen die hier schon immer? Die standen doch woanders normalerweise. Hi. Hallo nochmal. Wie geht's, Joe? Ich sehe, dass du einen neuen Comic hast. Ist der gut? Ich sehe, dass du einen neuen Comic hast. Nee, nur PC. Ist der gut? Erstklassig. Es ist eine Commander Rocket Sommer-Spezialausgabe. Commander Rocket kämpft gegen den bösen Captain Atomic. Tut mir leid, aber davon habe ich nur eins.
Was gibt's auf dieser Seite des Dschungels? Was gibt's Neues auf dieser Seite des Dschungels? Nicht viel. Seit dem letzten Mal ist nicht so viel passiert. Okay. Der Comic von dir ist wirklich spannend. Der Comic von dir ist wirklich spannend. Freut mich, dass es dir gefällt. Das ist mit Sicherheit meine allerliebste Commander Rocket Geschichte. Okay. Der ist nicht so gut wie Commander Rocket in Rio. Der ist nicht so gut wie Commander Rocket in Rio. Der war gut, aber dieser ist, glaube ich, besser. Wie er den mobilen Raketenantrieb zum Laufen bekommt, ist genial. Ich muss jetzt weiter. Bis bald. Den brauchen wir. Weil wir haben ja auch so einen Raketenantrieb. Noch gar nicht benutzt. Wir brauchen den Comic. Ende aus Mickey Mouse. Warte mal, ich gebe ihm mal den er mir gegeben hat, zurück. Nein, danke. Ich habe mich ganz gut daran gewöhnt. Okay. Hallo. Hallo, Joe. Ich muss jetzt weiter. Okay, jetzt geht doch nicht. Warte mal, wir geben ihm mal diesen Raketenantrieb. Vielleicht kann er ihn startklar machen. Nein, danke. Ich habe mich ganz gut daran gewöhnt. Es ist leer. Das stimmt, Gamer. Gut Trinkgeld gemacht, Kiki? Kiki, wann ist denn wieder Guild Wars Time? Wann hast du denn wieder Zeit? Freitag? Lauf. Muss mal irgendwie jetzt hier wissen, wie ich zum Tal komme. Ach, schade. Schade, Vicky. Welcher Tag würde dann bei dir gehen? Übernächste Woche dann wieder? Geht zum Amazonenfest? Dschungel? Bremerbock? Hier irgendwas? Entschuldigung, Häuptling. Sieh mal, was ich im Tempel gefunden habe. Das ist die legendäre Totenmaske von Tekzakortu. Ich dachte, sie würde dir gefallen. Behalte du sie. Tekzakortu war ein großer Krieger. Vielleicht bringt dir die Maske Glück. Gute Idee. Ich werde wohl eine Menge Glück brauchen. Ich brauche jetzt einen Anhaltspunkt, Leute, wie ich ins Nebeltal, in dieses Tal kommen soll. Vielleicht soll ich mal mit dem Fährmann reden. Ist gar nicht mehr da, ne? Vielleicht kann ich jetzt mit dem Boot fahren? Hey, was denkst du, was du da machst? PUBG, wenn dann, Babus. Ich? Ja, du. Das ist mein Boot. Lass die Finger davon. Ey, leid tut mir doch leid. Ich werd's nicht wieder tun. Das will ich auch meinen. Ey, leid ist scheiße, wenn dann das Richtige. Leid ist doch mit PC-Gegnern, oder? Leder GmbH. Scheiße, Leute, wie kommen wir in das Tal, meine Damen und Herren? Nur die ersten Runden. Mal gucken.
Demabob. Game. Ja, der ist der Beste. Vor allen Dingen, weil wir ihn gesehen haben. Ich musste so lachen, ey, wo er angeln war. Geile Rätsel gewesen hier in dem Spiel. Auch lustig. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Leute, gebt mir mal einen Anhaltspunkt. Nur einen Anhaltspunkt, wo ich suchen muss, um ins Tal zu kommen. Schreibt mal rein. Für Anfänger aber perfekt. Ja, ich bin ein Anfänger. Blutig. Also mit euch habe ich die ersten Runden gemacht. Du brauchst etwas aus deinem Inventar. Ja, den Raketenantrieb bestimmt, oder, Jensemann? Raketenantrieb, ja oder nein? Ja. Aber der ist leer. Weiß nicht, mit was ich ihn füllen muss. Ich weiß nicht, mit was ich den füllen muss. Das, was ich mixen muss, habe ich nicht im Inventar, korrekt? Den Comic, den ich hier habe, den habe ich, glaube ich, gelesen, ja. Wartet mal. Okay, Pöppchen. Erzähl uns, wo Papi die Modell X7 Atomhirnröhren versteckt hat. Und wir lassen dich laufen. Niemals. Miese Ratten. Professor Harbuckle hatte doch recht. Diese Typen haben seine Tochter Stacy gekidnappt. Ihr kommt da mit dem Raketenantrieb. Oh nein, es ist Commander Rocket. Holt ihn euch, Jungs. Flap. Bus. Was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe sie mit meinem Atombetäubungsgewehr temporär immobilisiert. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Diese Hunde, mein mobiler Raketenantrieb, hat keinen Treibstoff mehr. Jetzt. Da habe ich mir wohl den falschen Tag ausgesucht, von der Flasche loszukommen. Wie er es vorliest. Das ist ja ziemlich hochprozentiger Alkohol, den du da hast. Aber der könnte in meinem mobilen Raketenantrieb funktionieren. Ah. Hey, vorsichtig damit. Wir brauchen Alkohol. Das kostet viel Geld. Bei Krämerbob. Bei Krämerbob. Bleirocket. Wer ist entkommen? Oh, Rocket, du bist ein Traum. Ich bin der American Dream, mein Fräulein. Wer hätte das gedacht? Eine lose Seite ist aus dem Comicheft rausgefallen. Eine lose Seite? Es ist aus einem Commander Rocket Comic. Und der Gutschein ist schon herausgetrennt worden. Auf der Rückseite ist eine Art Anleitung. So. Das heißt, Krämerbob, Alkohol. Da wir Special-Kunde sind, ich bin mal gespannt, wie das Date gelaufen ist von Krämerbob und Naomi, seiner Bediensteten. Vielleicht haben die ja schon sich getroffen. Oh, gib mal Alkohol, ja, hier. Kann ich ihn einfach nehmen? Ich bin doch, ich hab die extra alles für ihn, damals mit sein, für sein Date, habe ich ihm alles gebracht, was er wollte und so weiter. Also, wenn er mir das jetzt nicht gibt, Wunsch aufs Maul. Entschuldige, ich würde gerne diese Flasche Alkohol kaufen. Ich hab noch ein bisschen Geld sogar. Ja, gerne, mein Sohn. Kann ich deinen Ausweis bitte sehen? Mein Ausweis? Ich hab doch einen Personalausweis. Deinen Ausweis? Ich hab in den Ruinen einen gefunden. Mein Sohn? Ja, sicher. Hier. Siehst du? Demnach bist du am 13. Juli 1922 geboren, ja? Stimmt, genau. Wie alt bist du denn? Wie alt ich bin? 26. Ich bin 26. Gut, aber dieser Ausweis läuft nicht auf deinen Namen. Aber sicher. Ich habe meinen Namen gerade zu Joe King geändert. Und mein neuer Ausweis ist noch nicht fertig. Ah ja. Na gut, du kannst den Alkohol haben. Hey,
Vielen Dank. Denk dran, Alkohol macht dich weder größer noch schlauer. Und setz dich nie ans Steuer, wenn du was getrunken hast. Vielen Dank für diese Ratschläge, Bob. Aber ich bin schon erwachsen. So, jetzt haben wir Alkohol. Benutze Alkohol, Raketenantrieb. Ich weiß nicht, wie viel Treibstoff hier rein muss. Wenn ich zu viel nehme, blase ich mich selbst in den Himmel. Ich bräuchte eine Betriebsanleitung. Na doch. Raketenplan. Die Silberfische haben sich schon gütlich daran getan. Das meiste davon ist unlesbar. Da steht was von Aufbewahrung des Paketes an einem anderen Ort, da es extrem flüchtig ist. Warte mal, benutze. Scheint nicht zu funktionieren. Ich möchte mal diese Comic-Seite lesen nochmal. Es ist aus einem Commander Rocket Comic. Und der Gutschein ist schon herausgetrennt worden. Auf der Rückseite ist eine Art Anleitung. Dann guckst du doch an. Es ist aus einem Commander Rocket Comic. Und der Gutschein ist schon herausgetrennt worden. Auf der Rückseite ist eine Art Anleitung. Es ist aus einem Commander Rocket Comic. Und der Gutschein ist schon herausgetrennt worden. Auf der Rückseite ist eine Art Anleitung. Oh Mann! Scheint nicht zu funktionieren. Du bist lustig. Das Zeug kostet richtig Geld. Verstehe ich jetzt nicht. Wie kann ich denn jetzt ablesen, wie viel Alkohol ich brauche, Leute? Das ist die Frage jetzt. Versteht ihr mein Anliegen? Meine Trompetenfischer? Obi, willkommen zurück. Versteht ihr das? Meine Emaille-Püppchen? Ich hab die Bedienungsanleitung hier. Aber er liest sie nicht. Da steht doch eindeutig beschrieben, wie viel Alkohol ich brauche. Vielleicht muss ich das... Ich gebe das mal zu unserem Mechaniker. Unglücksort. Na, ich habe Alkohol und die Bedienungsanleitung im Inventar. Brauche ich denn noch mehr? Und den Raketendingsbums. Was brauche ich denn noch, Jensemann? Mache ich jetzt auch, Doktor. In einem Fall bin ich gerade auch gekommen. So, wartet mal. Wir haben ewig nicht mehr gesehen, den Guten. Seit Anfang des Spiels, glaube ich. So, nach 2-3 Stunden haben wir den zum letzten Mal gesehen im Spiel. Ersten Stream. Nee, ich behalte es noch eine Weile. Yep. Comic-Seite. Ich habe noch ein hübsches Commander-Rocket-Sammelbällchen. Siehst du? Möchtest du es haben? Nein, vielen Dank, Joe. Ich habe alles, was man von Commander-Rocket sammeln kann. Bis nachher, Hansi. Scheint nicht zu funktionieren.
Wenn ich die beiden Papierschnipsel zusammenhalte, kann ich die gesamte Anleitung auf der Rückseite sehen. Das ist der Plan für Commander Rockets Taschenrakete. Sie kann bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und braucht dafür nur einen Liter Gas. Ein Liter Treibstoff, das heißt, wir müssen einen Liter Alkohol reindonnern. Das Ding sieht aus wie ein Commander Rocket Raketenantrieb. Und nach dieser Anleitung braucht es etwa einen Liter Treibstoff. Ich werde mal so viel versuchen. Sehr schön. Ich muss einen höher gelegenen Startplatz finden. Na, bestimmt den Hügel. Stimmt, geht anscheinend erst morgen wieder, Tropi. Der ging vorhin, aber ist abgestürzt und seitdem lässt er sich nicht mehr hochfahren. Der Gute. Hat irgendwie Probleme, mein Live-Chat zu finden, also mein Stream. Deswegen habe ich jetzt eine Neuanmeldung gemacht, aber das dauert eine Weile. Da brauche ich jetzt mein Handy in Reichweite. Um bestätigen, dass ich es bin. Mach keine Updates mehr, die Entwickler haben Fußball eingestellt, Tropi. Oh, Doktor, der tat auch weh. Geh zu Gipfel. So, da bin ich mal gespannt, ob ich vom Gipfel aus mit dem Ding jetzt starten kann. Habe ich schon gemacht, Tropi. Hat nicht funktioniert. Okay, das ist neu. Mal sehen. Nein, Tropi, es war es noch nicht. Er hat doch funktioniert heute. Er ist bloß wieder abgestürzt. Muss ihn bloß zum Laufen kriegen, stabil. Alles gut. Später im Nebeltal. Das war's nicht, Tropi. Keine Panik. Und oh, Daniel H., Hallöchen. Mein Kopf tut weh. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Joe. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Hey. Und du, Play, Hallöchen. Was machst du denn hier? Anderson hat mich in diesem Luftschiff mitgenommen. Mein Gott. Und ich musste hierher feierfliegen. Das ist ja ein Dinosaurier. Ein lebender, atmender Dinosaurier. Ganz hey, René. Richtig, King. Willkommen im Nebeltal. Wo sind die anderen? Doch, Tropi, weil... Eisenstein. Warte, ich sag's nicht. Keine Ahnung, dass du hier bist. Die Überraschung wird gelingen. Großartig. Vielleicht kann ich ihn zu Tode erschrecken. Dir wird schon was einfallen. Ich habe Frank gesagt, dass ich meine Nase pudern muss. Also gehe ich lieber wieder zurück, bevor er Verdacht schöpft. Deine Nase pudern? Komm jetzt! Mir hinterher! Wenn ich hier lebend herauskomme, mache ich erstmal ganz langen Urlaub. Ja. So. Also, Tropi, das, was jetzt zur Zeit ist, dass der immer Abschüsse, das hatten wir schon mal gehabt. Das hat aber nach einer Weile wieder funktioniert. Also, keine Panik. Irgendwie geht es dann nach einer Weile wieder. Irgendwie findet er nur ab und zu mal den Live-Chat nicht. Alles gut. Kriegt das schon hin. So. Sieht nett aus. Nimm. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich bin Paläontologe. Nach dem großen Kamm zu urteilen, den er auf seinem Kopf hat, und die Position seiner Nasalgänge, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es sich um einen Parasaurolophus handelt. Kann ich mit dem reden? Auf keinen Fall. Ich wäre ja aufgeschmissen, wenn ich doch eine Antwort bekäme. Das stimmt. So gut, dann gehen wir mal. Faye? Wo bist du, Faye?
Na prima. Jetzt habe ich Faye verloren. Und dieser Dinosaurier versperrt mir den Weg. Oh, shit. Das ist ein riesiger Apatosaurus, auch bekannt als Brontosaurus. Und er blockiert mir den Weg. Das ist ein riesiger Apatosaurus, auch bekannt als Brontosaurus. Und er blockiert mir den Weg. Ach du Scheiße. Es ist der Kopf von dem Dinosaurier. Hab ich ein Glück, dass die Viecher Vegetarier sind. Noch weitergehen? Hier sind diese Pflanzen, die er isst. Können wir die nehmen? Es ist ein bisschen zu stark, als dass ich es brechen könnte. Messer. Sehr schön. Die sind genau wie die Zweige, die der Dinosaurier frisst. So, vielleicht könnte ich mich jetzt... Geht's anscheinend nochmal... Ah ne, da geht's wieder zurück. So, dann müssen wir jetzt irgendwie den weglocken, dass der den Weg frei macht. Hey, Mädel! Das sollte sie eine Weile ruhig stellen. Sehr schön. Oder? Hier noch irgendwas? Wie viel Dinosaurierhals? Hey, der ist ja riesig. Gehen wir erstmal weiter. Wir müssen jetzt da vorbeikommen, oder? Ja. Auf geht's. So. Oh, noch mehr Dinosaurier. Mist, er hat Angst vor mir. Jetzt ist er weg. Gute Nacht, Hai Happen, schlaf schön. Oh, danke für dein Däumchen. Wir sind beide davon gelaufen. Warum wohl? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich das gleich erfahren werde. Oh, der Dinosaurier sieht aber gefährlich aus. Irgendwie weglocken. Sieht aus wie ein Deinonychus. Ein besonders teuflischer Theropode. Dem bleibe ich doch lieber fern. Ah, wartet mal. Wir haben doch das Dinosaurierhorn. Ich hoffe, dass der vor einem Tyrannosaurus Rex Angst hat. Italian Striker, hi. Sehr schön. Ja, den bin ich los. Das war relativ eindeutig. So, jetzt können wir hier weiter. Hier stinkt's.
Oh, Showdown, alle wichtigen. Hab ich das Tal doch noch gefunden. Bleib da stehen, Eisenstein. King, wie hast du hierher gefunden? Nein, Daniel. Das ist jetzt unwichtig. Boah, mit der Scheiße. Viel wichtiger ist, dass ich deine fiesen Pläne durchkreuze. Meine Pläne durchkreuzen? Mein lieber King, du hilfst mir, sie durchzuführen. Pass auf, Joe. Er hat ein tragbares Dino-Strahlgewehr. Sehr richtig, King. Ein Schuss und du wirst in einen hilflosen Dinosaurier transformiert. Du kannst mir nicht drohen. Ich mache bei deinen bösen Plänen nicht mit. Vielleicht kann ich dich überzeugen, wenn ich die liebliche Prinzessin Azura bedrohe. Okay, ich mache alles, was du willst, wenn du ihr nur kein Haar krümmst. Komm her, King. Ich habe etwas für dich. Lass mir die Kicke in Ruhe, Doktor. Ich möchte sie gern hier behalten. Was soll ich damit machen? Ich möchte, dass du ihn auf die Statue da drüben legst. Das hört sich nicht schlecht an. So, jetzt lege ich den Schädel hinein. Und jetzt? Ach du mein Schreck! Es hat funktioniert! Genau, wie die Legende es besagt. Alle Systeme funktionieren. Die Seele werden akzeptiert. Das verstehe ich nicht. Was ist dieses Ding? Dieses Ding ist die mächtigste Maschine auf der Erde. Ich wurde von den Erbauern dieses Tals geschaffen, um bei der Konstruktion und dem Schutz behilflich zu sein. Wenn er meine Armee von Dinosauriermenschen anführt, bin ich unbesiegbar! Und dann hält mich nichts mehr davon ab, die Weltherrschaft zu übernehmen! Ah ja. Ich gehorche nur der Befehlseinheit. Hey, das bin ja ich. Ach so. In diesem Fall, King, muss ich dich töten. Oh, Eisenstein hat sich verwandelt. Danke, dass du mir das Leben rettest. Ich habe nur meine Aufgabe erfüllt. Große Güte, was ist passiert? Meine kristalline Struktur hat die Intensität seiner Waffe vergrößert. Ist das schlecht? Das bedeutet, dass seine Stärke äquivalent zu meiner ist. Ich muss ihn stoppen. Scheiß. Oh mein Gott, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Mach doch etwas, Joe. Beeilung, bevor sie sich gegenseitig umbringen. Ich nehme mal an, ich muss jetzt die Pistole nehmen. Und benutze Strahlengewehr an Monster Frank. Ich versuche mal auf Frank zu zielen. Mal sehen. Oh. Ach, er hat den Strahl gebrochen. Du musst Faye wieder zurückverwandeln. Okay, ich versuch's mal. Gut gemacht, Joe. Ach, entschuldige, Faye. Warte mal, wir benutzen mal. Benutze Strahlengewehr an ihn hier. Dieses Dino-Strahlengewehr funktioniert nur bei Menschen. Boah, die hält doch einen Spiegel in der Hand. Wartet mal, die hält doch einen Spiegel in der Hand. Das war aber nicht sehr nett von dir. Tja, da hast du wohl recht. Ich versuche mal, sie zurückzuverwandeln. Wenn du noch so ein Ding landest, kannst du Hamburger durch einen Strohhalm essen. Entschuldigung, Faye.
Ich wollte nur dieses Strahlengewehr testen. Wartet mal. Meine Güte. Joe, was hast du mit Party gemacht? Warte mal, ich glaube, ich habe ihn gerade in einen Dinosaurier verwandelt. Nur die Ruhe. Ich versuche, ihn wieder zurückzuverwandeln. Aber Joe, warum hast du das gemacht? Tut mir leid, Sparky. Ich wollte das Ding nur ausprobieren. Wir müssen irgendwie... Warte mal. Es sieht besser auf toten Sachen aus. Ich glaube, ich hatte genügend Spaß. Was ich denn anziehen? Warte mal, ich frag mal Sparky wegen dem... Oder ich frag mal Faye wegen dem Spiegel. Ja, Joe? Ich möchte, dass du deinen Spiegel umdrehst. Ich möchte, dass du deinen Spiegel umdrehst. Und wofür bitte? Wenn Frank den Strahl frisst, wird er an deinem Spiegel abprallen. Ah, ich verstehe. Dann werde ich nicht in einen Dinosaurier verwandelt. Okay, ich versuch's mal. Okay. Danke, Faye. So, jetzt benutze Strahlengewehr an Monster. Um jetzt Frank zu treffen. Nochmal. Das hat nicht viel gebracht. Scheiße. Ich muss auch noch... Mist. Sparky gibt sicherlich einen niedlichen Dinosaurier. Ich muss Sparky auch noch was geben. Ja. Aber was sollen wir mit ihm als Triceratops machen? Die Totenmaske. Ich fühle mich so abgeklärt. Vielleicht die Totenmasse, die war doch auch Spiegel, ne? Warte mal, gib. Hey, Sparky. Ja, Joe? Ich habe eine Idee, wie du Jawohl. Gegen den Dino-Strahl geschützt werden kannst. Und die wäre? Soll ich dir zeigen? Nein, ist nicht nötig. Setz diese Maske auf. Okay. Die glänzende Oberfläche sollte den Strahl brechen. Setz dich einfach hin, Kumpel. Was war das? Oh, das tut mir so leid, Sparky. Aber du hättest weg sein sollen, bevor wir gegangen sind. So. So. Benutze Strahlengewehr an Monster Hunter. Um jetzt Frank zu treffen? Hasta la vista, Frank. Du hast Dr. Eisenstein zerstört. Puh, das hätte ich ohne eure Hilfe nie geschafft. Ich... Erwarte weitere Befehle. Ich glaube, wir machen, dass wir hier wegkommen. Kannst du die Talschilde wieder aufstellen? Ich könnte die Energie des Kristallschädels in sie zurückbündeln, aber der Schädel wird hier bei mir im Tal bleiben müssen. Das ist auch keine schlechte Idee. Das hält solche Verrückten wie Frank ab. Mach es so. Es ist dein Befehl. Aber was ist mit den Dinosauriern? Wir könnten eine Menge Geld mit ihnen machen. Manches lässt man manchmal einfach so, Faye. Ist alles Zeppelin. Vorbei? Hab ich etwas verpasst? Ich hatte alles verpasst. Er saß immer nur in der Unfallstelle rum. Das alles später, Sparky. Okay, Jungs. Verschwinden wir hier. Meinen Glückwunsch, King. Es sieht so aus, als ob du gerade die ganze Welt gerettet hättest. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, Joe. Nachdem Eisenstein weg ist, ist die Erde wieder ein sicherer Ort. Was Mann zwei hier vorne? Wenn er seine Talente nur für Nettigkeiten eingesetzt hätte, anstatt für Zerstörung. Sieh mal. Das Schild ist wieder hergestellt. Das Tal ist jetzt wieder sicher. Aber wie lange? Mach dir keine Sorgen, Joe.
Der Amazonasdschungel war für tausende von Jahren unberührt. Ich bin sicher, dass er es auch für tausende von Jahren bleiben wird. Tja, Prinzessin, ich muss dann wieder nach Hause. Aber Joe, ich möchte bei dir bleiben. Was? Jetzt ist er mit der zusammen. Ich dachte, der kommt mit der Schauspielerin zusammen. Dann macht er hier mit der Amazonaskönigin rum. Hey, Blinky! Und wir haben das Spiel durchgespielt. Wie hat's euch gefallen, Leute? Wie hat euch das Spiel gefallen? Ich fand's geil. Cooler Humor und coole Rätsel gewesen. Manche Rätsel waren ein bisschen schwer. Weil man musste immer manchmal einen Gegenstand benutzen vor dem anderen und nicht andersrum. Das hat das Ganze ein bisschen erschwert, aber sonst war's richtig geil. Ja, ich überlege. Bambus. Ich überlege. Ich überlege. Ich fand's auch geil. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, das Spiel. Aber es war auch ein sehr umfangreiches Spiel, ne? Jetzt drei, na gut, mit den ganzen Rätseln, die haben uns ja lange aufgehalten. Aber ist jetzt der dritte Stream oder vierte Stream? Dritte, ne? Was steht denn im Titel? Dritte, ne? Ja, mal circa 15 Stunden waren wir drin. Diablo geht höchstwahrscheinlich unter der Woche weiter. Weil ich nicht jeden Tag in die Uni muss. Aber das ist natürlich scheiße für euch, deswegen lasse ich es vielleicht am Sonntag. Sonntagmittag. Oh, wie? Der dritte, ja. Ja, und circa zwischen 13 und 15 Stunden waren wir jetzt hier im Spiel drin, ne? Och, herrlich. Dark Souls 3 DLC. Dark Souls 3 DLC. Überlege. Überlege. Blinky, wie war deine Arbeit? Gut? Gute Nacht, Kisune. Oder wollen wir es für heute sein lassen? Für eine Stunde jetzt einen Stream anmachen, das ist ein bisschen wenig. Eine Stunde jetzt einen Stream anmachen, ist ein bisschen wenig. Ganz schön viel für Sonntag. Oh wei, armer Blinky. Gute Nacht, Tropi, schlaf schön. Und ab morgen ist dann hoffentlich auch wieder der Fußbot gefixt. Oh, hier kommt er nochmal. Eisenstein lebt noch. Was ist denn das nächste Retro-Spiel? Neben Diablo. Point and Click haben wir jetzt erstmal. Gucken wir mal, ein Aufbaustrategiespiel reinmachen, aber Age of Empires erstmal nicht. Vielleicht irgendein anderes. Knights and Merchants hätte ich noch im Angebot oder Stronghold. Ich weiß nicht, ist Stronghold, passt das unter die Retro-Liste? Das ist, glaube ich, zu neu, ne? Ist die, wann Stronghold rausgekommen ist? Command & Conquer ist leider nicht meins, Bambus. Leider nicht meins. Ist die, wann Stronghold rausgekommen ist? Das erste.
erste Gamer for All. ...2001, ne, es geht noch. Mal gucken, welches Spiel schreiben wir. Aber jetzt für die Stunde mache ich nichts mehr rein, Leute. Machen wir heute Feierabend. Crusader kam 2002. Alles klar. Gut, Leute. Ja, gut. Also morgen ist dann... Leute, was ist denn euer Geschmack? Ich überlasse es jetzt mal euch, für die, die jetzt noch da sind. Morgen 19 Uhr. Entweder KCD oder in Outer World weiter. Also beide Spiele kommen die Woche. Ich will nur wissen, welches ihr morgen haben wollt. Kingdom Come Deliverance oder in Outer World? Bis morgen, Blinky. Hast du noch Spätschicht morgen, oder? Wollten ihr haben? Ich weiß nicht, ob das schneller vorbei ist, Gamer for All. Schade, Doktor. Ah, Blinky hat morgen frei. Dann machen wir morgen in Outer World nochmal rein. Morgen und übermorgen. Also morgen in Outer World. Ich weiß nicht, ob das... Ist das denn wirklich schneller vorbei? KCD dauert noch, ja. Ich will auf alle Fälle KCD diese Woche weitermachen, weil viele sich drauf gefreut haben. Aber in Outer World natürlich auch. Dann machen wir morgen. Oh, scheiße, ich weiß es nicht. Dann machen wir morgen in Outer World. Auf alle Fälle kommen beide Spiele diese Woche. Und Dragon Age auch. Das sind die drei Spiele, die jetzt diese Woche kommen. Dann machen wir Outer World morgen oder... Ach, ich weiß es nicht, ob Outer World oder Kingdom Come. Ja, machen wir morgen in Outer World noch. Morgen in Outer World und Dienstag werden wir mal gucken, entweder KCD oder Outer World. Dragon Age kommt diese Woche auch. Aber mal gucken, welchen Tag. Machen wir morgen in Outer World. Und dann werden wir Dienstag dann sehen. Also dann, ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Danke, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Danke für eure Däumchen. Und danke für alles. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und bis 19 Uhr morgen bei In Outer World. Und bleibt gesund. Tschüss. Nächtli.